So, damit geht's heute weiter. Na, ja, passt so. Ja, wir sind Time Attack, okay. Auf. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten so. Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie... Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment los. Drei Runden. So, hier sind wir schon vorbei. Zwischenzeit momentan 6. Bis Zeit. Ah, ein bisschen was verloren am Ende. So, letzte Runde. Geschafft. Gut. Level 30. Vier Rennen insgesamt, okay. Mm-hmm.
begrüßen Sie zur heutigen Veranstaltung aus Shanghai. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Mal sehen, wer diese nasse Oberfläche bezwingen kann. Okay, mit darauf kommt ihr gleich zurück. Ja, dann auf. Jetzt geht es los! Den hole ich mir noch hier. So. Nächste Runde schon durch. Das hat gekostet. So, Runde 2. Kollege. So, hier bin ich auch vorbeigekommen. Damit haben wir das zweite Rennen auch abgearbeitet. So. Gut. Moment, ich habe gerade einen Anruf rein. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Danke, Alex. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Also das hier ist genau mein Stil. Eine klassische Rennbahn mit mehreren Streckenverläufen, die alle genau abgestimmt sind. Alles klar. Ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da.
So, okay, weiter geht's. Das ist die falsche Seite der Streckenbegrenzung. So. Leise sein von der Strecke her. Bin ich nicht auf die Strecke gehabt. Naja, ist es auch. So, aber so. So, letzte Runde. Schon da reingedriftet. Wir sind beide Dreck habe. Dann haben wir es geschafft. Ich glaube, da sind wir. Kann das sein, dass wir durch sind? Ich weiß es nämlich nicht. So. Ja, ein Rennen haben wir noch. Gut. Moment, ich melde mich gerade mal kurz zurück. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran!
Auf geht's. Na, 3 Runden, 6 Kilometer. Aber es kann auch die gesamten, nee, nicht die gesamten Kilometer. Das ist, glaube ich, eine Runde, oder? Dann wird so lange Folge. Das ist so gut, ich kriege ihn mir nicht so lieb. Na, das ist die Strecke. Wo ich so regelmäßig verkackt habe. Geh mal weg. Und den Regen macht das auch nicht einfacher. So. Die Scheißwand da, ne? Also machen wir noch die beste Zeit aktuell. Ja, ist klar, ich drehe mich nur. Wir haben jetzt die Runde schon kaputt. Ich habe mich nur ein bisschen weggedreht. Die Runde ist kaputt. Die hätten wir ohne Probleme auf B1 gestellt. Damit ist der Kollege raus. Der lebt sicher. Aber irgendwie ist das auch nicht meine Strecke. Das muss ich mal gerade so anmerken. Locker. Jetzt rufe ich mich zumindest mal an meinem Teamkollegen vorbei, damit ich da auch mal endlich weg bin. Wieder diese Wand.
So, jetzt hoffe ich, dass ich das wieder irgendwie ein bisschen in die Wand drehe. So, jetzt haben wir eigentlich die Zwischenzeit. Können wir diesen Fluch hier tatsächlich besiegen mit diesem Stück? So, ist das der letzte jetzt oder was? Oder haben wir dann vorne noch ein Auto? Jedenfalls sind wir in Führung gegangen gerade. Sieht so aus, als wäre da kein Auto mehr auf der Strecke. Vor uns zumindest nicht mehr. So, das wäre nichts jetzt weiter dramatisch, was ich dürfte, sondern besser werden. So. Jetzt habe ich hier wieder zur letzte Rennen. Der Fluch ist besiegt auf dieser Strecke hier. Gut. Level 31. Gut, dann müssen wir das Ding durchhaben. Gott sei Dank haben wir alles geschafft. Hat ein bisschen was länger gedauert als die letzten Folgen. Das ist schon mal als Anmerkung. Gut, dann sind wir da durch.